Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie mal mit, bitte. Wir gehen jetzt auf die Station 1. Das ist unsere chirurgische Station, eine Station mit 42 Betten. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da. Wie sieht's denn aus heute? Ich bin Durchgangsarzt für Arbeitsunfälle tätig. Da haben wir viele Patienten, die auch in kurzer Zeit wieder genesen. Wir sind eigentlich ein sehr schönes Team. Wir haben auch junge Leute, Ausbildungsassistenten, denen wir was beibringen können, die noch sehr wissbegierig sind. Jetzt geht es zu zweit und dann kann unser Assistent bei euch mitmachen. In der Unfallchirurgie ist es halt auch immer ein Ding der Unabwägbarkeit, ob irgendwann einmal was kommt oder wie jetzt. Es ist gerade Wintereinbruch hier bei uns. Kann es einmal ganz schnell passieren, dass ein Auto verunglückt und dann halt ein schwerstverletzter Patient erscheint, wo dann also eine größere Sache erforderlich wird, wo man dann auch gleich mal 2-3 Stunden in der Nacht dort steht und operieren muss. Das ist eigentlich immer noch der Vorteil von so einer unfallchirurgischen Ausbildung im althergebrachten Sinne, dass man also auch mal improvisieren lernt und manchmal auch mit dem, was man hat, etwas erreichen kann. Es macht das aus, dass die Kollegen, die hier arbeiten, sehr selbstständig arbeiten können, letztlich tatsächlich immer auch konfrontiert sein müssen mit jedem Fall, den die Medizin, die Intensivmedizin in meinem speziellen Fachgebiet anbietet. Und dieses selbstständige Arbeiten, das ist schon der Reiz, auch diese Vielschichtigkeit. Hier kommen die Frauen zur Behandlung der Chemotherapie, der Antikörpertherapie, so im dreiwöchentlichen. Und ich habe für die Frauen eine Herzaktion geplant, dass die Frauen sich das schön unter den Arm klemmen können, zur Erleichterung, aber auch als symbolischen Wert. Wir haben mit Sicherheit alle Weiterbildungsermächtigungen, die sich zwischen 3 und 4 Jahren bewegen und können im Prinzip unseren Auszubildenden in allen Richtungen die Möglichkeiten bieten und sie auch entsprechend formen, dass sie gestärkt und mit gutem Wissen auch in das Berufsleben einsteigen können. Die Frage, dass man hier jungen Assistenten sehr schnell das zeigen kann, was sie im späteren Berufsleben erwartet, ist mit Sicherheit vorteilhaft, weil sie sehr nahe und sehr schnell an der Basis mitarbeiten müssen. Wir haben hier ein MVZ bestehend aus 2 Schmerztherapeuten, einer Neurochirurgin und einer Neurologin. Wenn viele Menschen sich in einem wirklich kleinen Haus finden, denen nicht mehr so sehr daran gelegen ist, sich zu repräsentieren, sondern die halt einfach arbeiten möchten und die wirklich auch sehr dicht an den Menschen dran sein wollen.